Ein herzliches Hallo von mir an euch. Heute zu einem ganz besonderen Video, nämlich den Breaking News. Spaß beiseite. Ich dachte mir, so wie es ganz viele ja auch schon gemacht haben, zeige ich euch das nächste Chapter. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das in den nächsten 2 bis 3 Wochen veröffentlicht wird. Wir sind hier aktuell auf dem offiziellen Testserver von DBD. Und können hier quasi den neuen Survivor und auch den neuen Killer testen. Fakt ist, das neue Chapter wird ein lizenziertes Chapter sein, und zwar zu Silent Hill. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme oder Spiele kennt. Ich kenne sie nicht, aber das ist auch gar nicht so tragisch. Spielen kann man es ja trotzdem. Mit dem neuen Chapter kommt, wie gesagt, Cheryl Mason, die neue Überlebende. Mit dem neuen Chapter kommt der Henker, auch bekannt als Pyramid Head, den seht ihr später, und eine neue Map. Ich hoffe, wir sehen die heute. Ich möchte euch heute so ein paar Gameplay-Ausschnitte zeigen. Ich habe auf dem Testserver aktuell nicht viele Blutpunkte. Das heißt, ich kann weder Cheryl noch den Henker groß leveln, um mit ihm gute Runden spielen zu können. Deshalb gibt es so ein paar Gameplay-Ausschnitte. Ich hoffe, wir kriegen die neue Map zu sehen, dass ihr da auch schon einen Einblick bekommt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz die Talente durch. Cheryl Mason beginnt mit ihren 3 persönlichen Talenten. Seelenwächter. Du hast enorme Härten durchgemacht und bist dadurch stärker geworden. Du hältst den Statuseffekt Kondition für 4 Sekunden, nachdem du geheilt wurdest oder dich vom Todesstatus erholt hast. Während ein Fluch auf dich wirkt, kannst du dich vollständig vom Todesstatus erholen. Kondition müsste meiner Meinung nach quasi der Effekt sein, den es auch bei geliehener Zeit gibt. Das heißt, du kannst, wenn du gerade geheilt wurdest oder dich selber geheilt hast oder erholt hast, kannst du für 4 Sekunden einen Treffer einstecken und hast quasi nur eine tiefe Wunde und kannst diese dann noch genesen. Aber du liegst nicht direkt wieder am Boden. Blutpakt. Es ist, als ob ein latenter Teil von dir erwacht ist. Du hast das Gefühl, außerhalb von dir selbst nach Hilfe zu greifen. Wenn du oder das Ziel der Besessenheit verletzt seid, seht ihr gegenseitig eure Auren. Sobald das Ziel der Besessenheit geheilt ist oder es dich geheilt hat, erhaltet ihr beide den Statuseffekt Eile, und zwar für 4 Sekunden. Verringert die Wahrscheinlichkeit, das Ziel der Besessenheit zu sein. Wenn du das Ziel der Besessenheit bist, wird dieses Talent deaktiviert. Ja. Also, wenn wir verletzt sind, am besten von der Obsession heilen lassen und dann hat man kurz für 4 Sekunden einen kleinen Sprintboost. Ist okay. Aber ob das immer so hinhaut, dass du dich von der Obsession gerade heilen lassen kannst. What the flowery ground? Was zur Hölle ist los? Was stimmt nicht, DBD? Ich habe DBD vor 2 Wochen komplett neu installiert. Nach meinem, ihr wisst das glaube ich alle mittlerweile, nach meinem PC-Crash. Seit ich diesen PTB vor 3 Tagen runtergeladen habe, um da 2 Stündchen zu spielen, um dann wieder auf die normale Version zu wechseln, bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung. Das heißt, ich muss das Spiel direkt beenden, ich muss das Spiel auf Fehler überprüfen, es muss... Heute waren es 2 GB. Es müssen 2 GB neu heruntergeladen, installiert werden. Und angeblich, weil fehlerhafte Dateien vorhanden sind. Ich muss gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich die nächsten PTBs noch mitmachen werde. Also das stört mich gerade wirklich extrem. Das war mit den letzten PTBs nicht so. Und ich wette, wenn ich vom PTB zurück zur richtigen DBD-Version gehe, werde ich auch da direkt auf Fehler überprüfen lassen, weil sonst schmeißt mich wieder random mitten in der Runde raus. So. Ich musste jetzt, wie gesagt, das neu installieren, neu starten. Jetzt haben wir nicht mehr diese schöne Anzeige mit ihren 3 Talenten. Deswegen müssen wir jetzt mit dieser Anzeige Vorlieb nehmen. Es hat aber nur noch ein Perk gefehlt zur Erklärung, und zwar das. Verdrängtes Bündnis. Du bist daran gewöhnt, von boshaften Kräften gejagt zu werden, und du hast angefangen, dies zu deinem Vorteil zu nutzen. Verdrängtes Bündnis wird aktiviert, nachdem Generatoren für insgesamt 80 Sekunden repariert wurden. Reparierst du einen Generator, während dieses Talent aktiv ist, kannst du die Taste für die aktive Fähigkeit drücken, um den Entitus zu rufen, damit er den Generator für 30 Sekunden blockiert.
Das Talent wird dann deaktiviert. Betroffene Generatoren sind für alle Überlebenden anhand einer weißen Aura zu erkennen. Es kann ganz nett sein, wenn ein Generator kurz vor Ende ist, der Killer kommt, du zack den Generator blockierst, damit er ihn nicht treten kann und erstmal fließt. Ja, ist okay. Kann man mal probieren, denke ich. So, und bevor das Spiel jetzt nochmal abschmiert, gucken wir uns erstmal noch kurz den Killer an. Und da ist er, der Henker. Ja, ich glaube, die Filme und Spiele kennen, die kennen auch diesen Herrn. Wie gesagt, ich kenne Silent Hill nicht, mir ist es was komplett Neues. Und wir gucken uns mal kurz die Talente an. Der Henker beginnt mit seinen drei persönlichen Talenten. Erzwungene Buße. Jene, die der Pflichterfüllung im Weg stehen, erwartet ein hartes Urteil. Überlebende, die einen Schutztreffer einstecken, erleiden den Statuseffekt gebrochen, und zwar für 20 Sekunden. Also Schutztreffer nehmen wäre schwierig. Du kannst für 20 Sekunden danach nicht geheilt werden. Pfad der Folter. Du führst eine Opferung. Ich kann heute nicht lesen. Du führst deine Opferung entlang eines Pfades voller Schmerz und Bestrafung. Warum Opferung? Tina, was ist los? Du führst deine Opfer entlang eines Pfades voller Schmerz und Bestrafung. Nachdem du einen Generator beschädigt hast, wirst du für 15 Sekunden unentdeckbar. In dieser Zeit wird Überlebenden die gelbe Aura des Generators angezeigt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 120 Sekunden ausgelöst werden. Ich glaube, das ist gar kein schlechtes Talent. Wenn ich den Generator trete, habe ich weder Terrorradius noch diesen roten Punkt vor mir. Allerdings sehen die Survivor, dass du gerade unentdeckbar bist, denn der Generator ist gelb hervorgehoben. Also, ist nice, aber sobald du einen gelben Generator auf der Map siehst, könnte es sein, dass dieses Talent aktiv ist. Ich meine, beim Roten Hering von Zarina ist es auch so, dass sie dafür sorgen kann, dass ein Generator gelb hervorgehoben ist. Aber ja, ich glaube, man sollte dann einfach die Augen offen halten, wenn irgendein Generator plötzlich gelb leuchtet. Totgeweiht. Es ist das Schicksal aller, deren Leben mit der Dunkelheit verflochten sind, gemeinsam zu leiden. Heilt ein Überlebender einen anderen Überlebenden um einen Gesundheitsstatus, und zwar in einer Entfernung von mindestens 32 Metern vom Killer, so schreit der Überlebende, der die Heilungsaktion ausführt, und aktiviert Totgeweiht für die nächsten 45 Sekunden. In dieser Zeit leidet der Überlebende am Statuseffekt ahnungslos, sofern er weiter als 16 Meter vom geheilten Überlebenden entfernt ist. Ich glaube, das muss man sich dreimal durchlesen, um es zu verstehen. Fakt ist, wenn du jemanden geheilt hast und du schreist, bleib noch eine Weile bei dem, den du geheilt hast. Sonst könnte es sein, dass du ahnungslos bist und sozusagen kein Terrorradius hörst. Genau. Das waren die drei Talente vom neuen Killer. Und jetzt werde ich mal so ein bisschen ein paar Szenen aus dem Gameplay zusammenschneiden, was jetzt vor mir liegt. Wir haben den neuen Killer. Da ist er. Wir sind leider nicht auf... Oh, ihr habt direkt seine Spezialfähigkeit gesehen. Wir haben leider nicht die neue Map. Aber wir haben den neuen Killer. Das ist auch ganz nice, den mal in Aktion auf einer bekannten Map zu sehen. Er zieht da, glaube ich, auf der Treppe gerade eine Spur. Hat erneut versucht, seine Spezialfähigkeit zu nutzen. Hat verfehlt. So, ich nutze jetzt Balanced Landing. Oh, verdammt. Jetzt bin ich auch noch durch seine Spur gerannt. Das heißt, ich bin jetzt tormented. Das heißt, er kann mich direkt, wenn ich liege, in einen Käfig bringen. Ich hoffe, er macht es. Ja. Ja. Nein, das ist die falsche Fähigkeit, die du nutzt. Bring mich bitte in den Käfig. Ja, ich komme in einen Käfig. Das ist nämlich auch ganz neu mit dem Killer. Es ist quasi mein erster Haken, ohne dass der Killer mich zum Haken bringen muss. Er hat dann zwar auch jetzt kein Pop-Ghost-Weasel oder ähnliches, was er ja durch eine
Aufhängung bekommen kann. Aber ich bin direkt weg und er muss sich nicht weiter um mich kümmern. Ich muss jetzt nur noch gerettet werden. Ihr seht jetzt hier gerade am Generator, ich habe meine Fähigkeit aufgeladen. Das ist da unten rechts, das Perk. Das hieß... irgendwas... Ich weiß es nicht mehr, ich habe vergessen, wie das Talent heißt. Aber damit kann ich den Generator quasi sperren, wenn jetzt der Killer kommt. Ich mache das einfach mal, um es euch zu zeigen. Das heißt, der Generator ist jetzt für einige Sekunden gesperrt. Und der Killer könnte jetzt nicht dagegen treten, wenn er mich jetzt jagen würde. Beziehungsweise nicht, wenn er mich jagen würde, dann tritt er sowieso nicht dagegen, aber bevor er in die Jagd mit mir gehen würde. Logischerweise kann ich jetzt selber nicht mehr dran arbeiten, aber die Zeit ist gleich abgelaufen. Oh. Ich glaube, der Killer sieht den Generator auch. Was ich gut finde ist... dass Cheryl recht leise ist. Ihr seht da einen gelben Generator. Das heißt, der Killer hat die Fähigkeit mit, dass er einen Generator treten kann und in dieser Zeit dann danach kein Terrorradius und kein Roten. Hört, jetzt ist der Terrorradius wieder da. Das heißt, die Zeit ist abgelaufen. Wenn ich es richtig gesehen habe, er jagt, hat er hier auch seine Spur gelegt, wo sie jetzt durchgelaufen ist, leider. Und Spezialfähigkeit. Wow, also der hat schon ein bisschen geübt. Kommt sie jetzt in einen... Sie kommt in einen Käfig. Und der Käfig ist da hinten, das Weiße. So, wir gucken uns nochmal kurz das hier an. Wenn ich jetzt hier durchlaufe... Ich kann durchkriechen, da passiert mir nichts. Wenn ich durchlaufe, bin ich tormented. Und der Killer sieht meinen Herzschlag. Ein paar Sekunden. Das heißt, er weiß, dass ich hier bin. Durch Kriechen, da passiert überhaupt nichts, aber durch Laufen, dann kann dir das passieren wie meinem Mate eben, dass er nämlich in einen Käfig kommt. So, jetzt ist mein Talent aktiv geworden. Ich habe jetzt ein anderes Talent mit als gerade eben. Ich weiß immer noch nicht, wie die alle heißen, aber das ist das Talent, dass, wenn die Obsession verletzt ist, sehe ich die. Und da hinten... die Obsession ist verletzt. Das heißt, das Talent ist getriggert. Also der Killer hat einige Spezialfähigkeiten. Er kann diese Spuren legen. Er kann diesen Strahl absetzen. Quasi. So, sie ist in einen Käfig gekommen. Und der ist hier gespawnt. Sehr gut, da kann ich euch das auch zeigen. So, das ist der Käfig. Mir fehlt noch die richtige Übersetzung. Stand jetzt noch Rescue statt Retten. Genau, aber das war quasi für sie ihr erster Haken, sozusagen. Wenn man das zweite Mal in dem Käfig ist, dann hat man tatsächlich sogar Skill-Checks, die man
treffen muss. Wenn du den Skillcheck verfehlst, bist du, glaube ich, direkt tot. Ich habe das Gefühl, der Käfig, der kommt immer so weit entfernt wie möglich zum Vorschein. Also, die ist da hinten gefallen. Also, Julia. Und ist hier bei mir mit ihrem Käfig gesucht. Sag mal. So, jetzt ist der Killer da. Danke. So, Paletten nützen einem mit dem Killer gar nicht mal mehr so viel. Das war knapp verfehlt. Jetzt aber. Ja. Hier konnte ich nicht groß ausweichen. Ich komme in einen Käfig. Sein Perk dabei. Wenn ich heile, schrei ich auf. Die Abbildung unten rechts von dem Killer-Perk ist noch ein bisschen gut. Das wird, denke ich, dann bei Release nicht mehr so sein. Aber da ich ja jetzt mit der Person, die ich geheilt habe, zusammenbleibe, bin ich nicht ahnungslos. Ich würde jetzt nur ahnungslos werden, würde ich mich von ihr entfernen. Die Obsession ist verletzt, deswegen sehe ich sie. Und sie kommt in einen Käfig. Der ist da hinten gespawnt. Kommt nicht hierher, okay. Oh, da ist er. Ich habe übrigens nur die Perks von Cheryl dabei. Sonst nichts. Oh, hier hat er seine Spur gelegt. Hier gehe ich erstmal nicht lang. Ich konnte seiner Fähigkeit ausweichen. Seiner zweiten Fähigkeit quasi. In welchen Käfig kommt sie? In meiner Nähe. Es ist halt, ich war relativ weit weg von dem Ort, wo sie gefallen ist. Das heißt, es war eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass sie hier bei mir rauskommt. Möchtest du geheilt? Wenn sie in den Käfig kommt, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass sie irgendwo bei uns rauskommt. Ja. Wir retten wieder. Oh. Ich hänge. Ich weiß noch nicht, wo man bei ihm hinzielen muss, um zu blenden. Wir sind endlich auf der neuen Map gelandet. No joke. Nach 2,5 Stunden habe ich jetzt das erste Mal die neue Karte. Ich will euch zeigen. Und bevor ich hier irgendwas mache, zeige ich euch auch wirklich die Karte. Ich glaube, das ist gerade interessanter. Die Fähigkeiten vom Killer haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen. Wir haben hier einen relativ großen Innenhof. So ein paar Stellen, wo man gut juken kann. Hier sind auch meist 1 bis 2 Generatoren. Wir haben hier einen Ausgangsbereich, wo man jetzt auch zur Seite ausweichen kann. Das finde ich sehr gut. Ja, wir haben hier auch diese zertretbaren Wände für den Killer. Ich weiß jetzt nicht, warum ich geschrien habe, ehrlich gesagt.
Ah, ich war im Terrorradius. Aber dann sieht das doch eigentlich anders aus. Ich weiß es nicht. Wir haben hier ganz normal Paletten. Wir haben hier den Keller, der ist sehr breit. Er hat hier eine Spur gezogen. Ja, und wir haben eine zweite Etage. Also wir haben zwei Etagen. Es wird sogar noch eine dritte Etage angetäuscht. Das ist allerdings eine Sackgasse. Ja, hier ist zum Beispiel ein Totem-Spawn-Platz. Das muss man sich auf den neuen Maps immer sehr genau neu anschauen. Und merken bestenfalls. Ich gehe mal retten, weil sie ist hier direkt bei mir. Es wäre jetzt unfair, nicht zu helfen. Aber wir gucken dann direkt weiter die Map an. Das heißt, wir haben jetzt hier endlich vereint Survivor, Killer und Map. Das war eine schwere Geburt, sage ich euch. Jetzt auch in den Käfig? Nee. So, wir gucken weiter. Es gibt hier auch so ein ganz spezielles Räumchen mit Toiletten. Da sitzt jemand drin und weint. Ich weiß nicht, ob ich das finde. Ich kenne mich null aus dieser Map. So, wirklich null. Verlaufe mich hier immer. Was denke ich? Zum Beispiel ist eine Sackgasse. Das ist gut zu wissen, aber das merke ich mir nicht. Ist mit neuen Maps natürlich immer sehr schwierig, die sich erstmal ein bisschen einzuprägen. Keine Chance. So, hier ist dann quasi die Sackgasse. Da geht's nicht weiter. Hier war ich auch schon drin, oder? Schon drin. Nein, ist es nicht. Ich hätte gern Toiletten zeigt. Soll wohl nicht sein. Ja, also es ist... Die Map wirkt sehr, sehr, sehr groß. Ich glaube, so groß ist die eigentlich gar nicht. Das Problem ist nur, dass hier alles so schlauchig ist. Ist hier zum Ausgangsbereich nach oben. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Wenn sich das mal überlegt. Aber ich möchte doch die Karte zeigen. Ich finde diese Toiletten nicht. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich finde die nicht. Ich denke, das wird sich so oder so ergeben, wenn die Map live ist und wir ganz normal spielen. Dass wir dort irgendwann mal an diesem Bad vorbeikommen. Und vielleicht mache ich mich jetzt auch einfach mal nützlich. Ah nein, hier war ja der Ausgang. Oh, hallo! Neue Lieferung. Ja, cool. Ja, also es ist, glaube ich, wirklich, wie ich denke... der Killer kommt. Dieser Käfig, der spawnt quasi am weitesten entfernt zu da, wo du liegst. Ich weiß nicht, ob das jetzt gutes Deutsch war. Geh nochmal durch den Innenhof. Ja, hat da jetzt jemand anderen da? Ich würde gern, es gibt halt auch in einigen Räumen so Wege nach oben. Hätte ich euch auch gern noch gezeigt. Ich glaube, er hat tatsächlich die ansteckende Angst mit, aber irgendwie fehlt da die Animation, wenn mich nicht alles täuscht. Ich denke, das reicht auch als erster Einblick in diese Karte. Und ich spiele mal die Runde noch kurz alleine zu Ende.
Ich werde das Video jetzt hier auch beenden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es kein Killer-Gameplay zu sehen gab. Aber ich habe keine Blutpunkte, um den Killer irgendwie zu leveln. Und ohne Perks mag ich auch nicht spielen. Noch dazu, wenn man den Killer das erste Mal spielt, muss ich nicht unbedingt eine Aufnahme mitlaufen lassen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir dieses Chapter kaufen werde, weil das wird man sich nicht mit Scherben kaufen können. Es ist ein lizenziertes Chapter. Das heißt, ihr müsst echt Geld dafür bezahlen. Sollte ich diesen Killer irgendwann mal in Besitz haben, gibt es definitiv auch mal eine Runde mit ihm hier auf YouTube, aber es ist vorerst nicht angedacht. Dafür werden wir ihn sicherlich dann nach Release das ein oder andere Mal auch es killern unseren Survivor-Runden haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich auch dafür. Ich habe im OBS gesehen, es hat manchmal geleckt. Ich weiß nicht, was hier immer noch das Problem an meinem Rechner ist oder ob das am. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, die Lags sind nicht allzu tragisch. Bitte seht es mir nach. Ich wollte euch nur ein bisschen das neue Chapter zeigen, was in, wie gesagt, 2 bis 3 Wochen erscheinen sollte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Pfingstmontag. Und ich verabschiede mich aus diesem Dead by Daylight Spezial. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Killer-Folge. Macht's gut. Bis dahin. Thank you.